kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Katzengag. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt, ich hab dies Jahr noch nicht mal einen Kater gehabt. Oh, das war ja schon einer. Ach so. Aber ich hab auch noch einen, Achtung. Mein Kumpel füttert ja fremde Katzen. Frag mal, Tierliebhaber? Tierliebhaber? Nee, Präparator. Puh, der ist schön. Kann man mal bringen. Ich habe aber auch noch einen. Pass mal auf. Meine Schwiegermutter will sich ja eine Katze zulegen, als meine Frau gefragt hat, was die mit einem faulen, behaarten Wesen anfangen soll, was nur scharf auf Mäuse ist, habe ich gesagt, das ist doch eine schöne Abwechslung für die Katze. Alles klar. Der ist richtig gut. Aber jetzt habe ich in Achtung. Ich habe ja neulich die Lieblingskatze von meinem Nachbarn im Garten vergraben. Frag mal, oh, an was ist sie denn gestorben? Oh, an was ist sie denn gestorben? Ja, ich schätze mal, wegen der vielen Erde keine Luft mehr gekriegt. Oh, Boris, der ist richtig makaber. Fenster? Ja, komm, hochschicken. Langt auch für heute. Mach mal Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH-Comedy-Keller. Jeden Nachmittag bei hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.